heute zeigen wir euch, wie man völlig gefahrlos Clinch und Übungen trainieren könnt, ohne es zu verletzen. Also bleibt dran. Fresh, ich bin Jochen von Krav Maga. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir zeigen euch, wie man den Clinch inklusive Ellenbogen und Knie richtig hart trainieren kann, also mit voller Wucht und Impact, ohne deinen Trainingspartner zu verletzen. Denn nicht jeder hat einen Trainingspartner wie ich, wo du einfach voll zulangen kannst. Ciao, Jochen. Ich bin einmal weg. Also bleibt dran. Thema ist der Clinch für die Selbstverteidigung auf der Straße. Wir wollen eine Schlägerei unterbinden, wir wollen die kontrollieren, also Standard Grappling, aber im Kontext der Selbstverteidigung. Ne? Er steht hier, vielleicht schlägt er zu, wenn du schlägst, boom, ich schütze meinen Kopf und jetzt gehe ich ran, hab ihn hier oben, kontrolliere ihn, jetzt kann ich die Knie reinjagen, ich kann aufmachen, boom, Ellbogen reinmachen, er hält nicht still, aber ich kontrolliere ihn einfach richtig und ich bekam, Dinger reinjagen und anschließend, boom, dann runterziehen. Das können wir natürlich machen, aber nur einmal. Und weil wir öfter mit unserem Trainingspartner trainieren wollen, zeigen wir euch jetzt ein geiles Verfahren, wie ihr das anwenden könnt und trainieren könnt, ohne dass sich jemand wehtut. Den Clinch werden wir nicht nochmal komplett durchgehen. Da habe ich mehrere Videos, die verlinke ich euch gerne. Da könnt ihr nochmal reingucken, warum ihr eigentlich den Clinch macht. Stand-up Grappling ist eine schöne Sache auf der Straße. Wir wollen ja keine Schläge abbekommen. Wir wollen es aber auch schnell lösen. Es geht also nicht um sportives Ringen. Wir haben ein Verfahren entwickelt, das wir euch gerne zeigen möchten, wo ihr einfach mit einer Handpratze arbeiten könnt, beziehungsweise mit der großen Pratze oder einem Kickpolster. Das geht richtig gut. Da könnt ihr, wenn ihr einen Trainingspartner habt, gleich loslegen und wir gehen direkt rein. Wir starten. Beim Clinch ist es sehr wichtig, den Gegner zu kontrollieren und da arbeiten ordentliche Kräfte. Und wenn ihr ein bisschen warm gemacht seid, ihr geht in den halben Clinch, das heißt, nur eine Hand geht drüber. Ihr macht mal die mit der anderen Hand, mit dem hier. Genau, also nur so. Und die Hand ist nur stabilisierend hier. Und die Übung sieht vor, da könnt ihr ordentlich ein bisschen Power reinbringen. Einer von beiden schiebt oder zieht. Und der andere, das mache ich jetzt mal, und der andere hält nur gegen. Er versucht nicht geschoben oder gezogen zu werden. Ja? Das heißt, ne, ich mache hier, schiebe. Ihr merkt ja schon, jetzt kann ich wieder ziehen. Komm! Ja, tschüss! Okay, okay. Das heißt, tiefer Schwerpunkt, ordentlich zupacken und dann wirklich einfach versuchen zu widerstehen. Geile Übung, bisschen die Kraft nochmal reinzubringen. Denn Clinchen auch auf der Straße hat damit zu tun, einen Typen zu kontrollieren, der nicht drin sein möchte. Komm. Komm mal zu mir. Okay, zweite Übung, das war ja der halbe Clinch, ne? Da hat man wirklich immunentsprechend. Was wir jetzt machen, ist der komplette volle Clinch am Kopf. Ich habe ihn und was wir machen ist, er ackert sich mal rein. Ne? Mal schön die Schulter runterschieben, boom, und drückt mich ans Gesicht. Habt ihr gesehen? Ich nehme wieder den Arm, wieder rein, zack, und wieder rein, boom, und ich habe ihn im Clinch. Und umgekehrt, immer noch einmal, wupp, wupp, und den Kopf an, boom. Ja, danke schön. Habt ihr gesehen, das ist eine schöne Übung, um den Clinch ein bisschen weiter zu kontrollieren, kontrollieren zu lernen. Und es ist auch ganz cool, wenn ihr den Gegner bewegt. Dann machen wir nochmal ganz kurz, Entschuldigung, nehmen wir euch mal Clinch. So, Schulter runter und rein, rein. Und was ich jetzt mache ist, ich bewege, boom, bisschen ziehen. Dann merkt ihr gleich, wenn ihr den anderen ein bisschen zieht oder schiebt, wie ihr die Kontrolle habt, tiefen Schwerpunkt, Arsch nach hinten und richtig schön den Clinch trainieren. In den Clinch reinkommen ist wichtig, ihr fahrt nicht komplett aus und holt ihn ran und gleichzeitig hüpft ihr auch nicht hoch und schnappt ihn euch, sondern das ist eine Mischung. Ja, ich gehe näher ran, boom, mit dem Falling Step und schnappe mir die Birne. Und wichtig ist dafür, ich bin in der Mitte. Ne? Wenn ich hier bin und die Arme sind von ihm eher außen, komme ich schön an den Kopf ran. Aber selbst wenn er den Körperkontakt hat, kommen wir nach ran so und kann den so ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwo hier bin, ja, komme ich immer eigentlich in den Clinch rein, um ihn zu kontrollieren. Jetzt die Knie, wie gesagt, öffnen, boom, Kopfnuss. Aus dem Clinch heraus geht ihr super arbeiten. So, einfache und klare Variante ist natürlich, ne, ich will das Knie unten reinjagen. Also nochmal ganz klar, ringen
ist ja auch ein Sport. Und was wir ja nicht machen wollen, ist, ihn sportiv zu besiegen. Also ich will nicht irgendwie ihn rumwresteln oder oben kontrollieren, sondern ich will den Kampf ja beenden. Und zwar auf eine unfaire Art und Weise, denn der Kampf wurde mir ja aufgezwungen in der Verteidigung. Ich will das ja nicht. Klare Sache, wir haben eine Pratze. Das Ding wahrscheinlich ist ja ein No-Brainer, das ist ja klar. Was ich jetzt mache, richtig schön. Und das Gute ist, im Gegensatz zum Speer, wo ihr nur das eine Bein für Knie benutzt, ne? Oder absetzen, haben wir beim Clinch, können wir wirklich richtig Beine nehmen. Und das können auch ganz kurze Impulse sein. Ne? Das muss gar nicht von hier das Ding sein. Einfach von hier, immer hoch. Und der zweite, der kommt dann von hinten einmal richtig ordentlich durch. Also, alles gut? Alles gut. Also, in Clinch nehmen, richtig ordentlich das Knie reinjagen und der Partner natürlich die Pratze. Wichtig dabei ist, Hüfte ein bisschen, also Arsch ein bisschen raus, Hüfte ein bisschen einkippen. Dann fliegt alles frei rum, was ihr treffen könnt. Spiegeleier. Okay, Knie sind klar. Zur Manipulation des Kopfes, ne? Boom! Ihr rammt ihn hier rein, ihr öffnet das Ding und dann kommt der Ellbogen richtig schön wuchtig rein. Das ist Aufmachen, ist auch geil wuchtig. Und das wollt ihr am liebsten auch machen. Das geht noch nicht, weil ihr könnt den Trainingspartner nicht kaputt machen, auch wenn ihr gerne wollen würdet. Also, zur Sache, wir nehmen das hier als Kopfersatz, okay? Das ist dein Hals, das ist der Kopf. Und beim Clinch ist es ja so, wenn ihr ihn an den Nacken packt, das ist ja schon ein starker Griff, und ordentlich richtig gegen die Schulter knallt. Da kam jetzt, weiß nicht, wie gut das rüberkommt, schon Impact an. Hier auf die Schulter ist schon für ihn richtig unangenehm. Ich mache dazu einen Falling Step. Ne? Wie gesagt, ich wollte ja nicht alles normal mit dem Clinch, aber diese Bewegung nach vorne, wenn ich ihn mir schnappe, das hat auch den Impact, den er hier ansonsten am Hals bekommt. Und was wir machen wollen ist, ne, wenn er hier drin ist, er will ja hier drin nicht sein, und ich ziehe das auf. Dann habe ich die Bahn frei für einen Kopfnuss oder einen Ellenbogen. Und das machen wir, oder ihr dann gerne, indem ihr den Arm jetzt immer ein bisschen wegzieht. Und jetzt kann ich ihn auch mal. Und jetzt könnt ihr genau das Ding machen, was ihr am liebsten mit seinem Kopf machen würdet. Richtig schön Ellbogen oder aufmachen, Kopfnuss. Ja, einfach den Kopf absenken, stabil reingehen, Uppercut geht oder eben auch wieder gegen die Schulter. Wie gesagt, hier ist er dran. Das Ding ist schon unser schmerzhaft für ihn. Weitere Variante, ihr habt ihn im Clinch schön kontrollieren, die Knie simuliert ihr nur, ne? Zack, rein das Knie, nächstes Knie. Und was er macht, ist, dass er überraschend, boom, eine Seite aufmacht. Ihr schnappt ihn euch und haut einen richtig ordentlichen Ellbogen oder einen Arm rein. Denn wenn ich ihn hier habe und ein Knie in Wirklichkeit reinjagt und er eiert hier unten rum, ne? Hier kann ich ja schon was mit ihm machen. Ich könnte ihn jetzt runterziehen, aber natürlich kann ich auch von hier oben raufhauen. Boah. Und das machen wir. Er hat zwei Pratzen, hält sie so. Ich tue nur so, als ob ich die Knie mache, habe nur schön Clinch drin. Und er öffnet einfach zum Zeitpunkt, den er wählt, einen oder anderen Arm, Kopf ein bisschen weg und dann aufzimmern. Machen wir nochmal. Ich hab drin. Einfach hier. Und volle Kanne rauf mit allem, was ihr habt. Nächste gute Variante, um ein bisschen ins Arbeiten auch reinzukommen, ist, ich nehme ihn in den Clinch oder er mich und ich versuche rauszukommen. Ja? Wenn ich ihn, guck mal, ich habe ihn im Clinch und er zieht jetzt seinen Kopf mit ordentlicher Kraft nach hinten. Und ich lasse aus Versehen los und er kommt raus. Ne? Also er kann ja abtauchen, er muss ja nicht mit aller Gewalt so rausgehen. Ne? Er geht jetzt mit dem Kopf hoch und ich halte ihn nicht. Oder aber er versucht jetzt meine Hüften zu berühren, ne? Also ranzukommen. So, ich muss mit der Hüfte ein bisschen weggehen. Also er kommt zwar ran, aber ich will halt nicht hier, dass er mich hier mit nach Hause nimmt. Und das dritte ist das Abtauchen. Also entweder er zieht ihn nach oben weg oder jetzt machen wir das Abtauchen unten raus. Wenn ich meine Ellenbogen nicht dicht genug dran habe, ja, dann kann er abtauchen. Also, wir machen jetzt wieder ein bisschen Kraft an Kraft. Was er macht ist, entweder zieht er unten raus, also taucht ab, er zieht oben raus oder versucht da anzukommen. Und ich muss in der Haltung versuchen, das zu verhindern. Das ist einfach eine kleine Übung wieder. Los geht's, komm! Ja, so, und dann, wieder, perfekt. Das heißt, ne, perfekt, Hüfte aufstellen, ne, wie beim Sprawl, wenn er die Takedown machen möchte, würde ich dann sagen, boah, genau, Arsch nach hinten, Gewicht von oben rauf. Ich will nicht, dass er mich nach Hause trägt. Wie gesagt, richtig Wrestling ist das nicht, aber auf der Straße durchbrechen wir auch diesen sportiven Kreis, indem wir durch die Eier reinhauen oder mit dem Ellbogen draufgehen.
Ey, auf jeden Fall war das wieder gut, das ordentlich mit Druck zu trainieren. Genauso habe ich das tatsächlich auch am Anfang beim Krav Maga trainiert. Der eine mit beste Boxhandschuhe, er konnte mich natürlich nicht greifen damit, aber ist auch nicht so dramatisch. Ne? Selbst wenn er mich gepackt bekommt, dieses Wrestling könnt ihr ja separat trainieren. Einmal durch die Brandung, also durch die Fäuste, die schwingen, durchtauchen, das ist der Punkt. Was wir halt nicht wollen, ist dann dieses Taktieren, so wieder zurückgehen, wieder vor. Ich habe zwar ein paar Mal gewischt und gecatcht, aber eigentlich musst du den Mann reingehen und wenn du was abbekommst, du musst dranbleiben und durchgehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächste Woche um 11 droppen wir wieder. Schreibt uns, was ihr denkt. Bleibt entspannt. Bleibt fresh. Und macht Krav Maga. Ich hab was vergessen. Das macht ihn ein bisschen aufwärmen. Kaffee durch. Ja. Und es reicht. Du musst hoch. Du bist nur mit so einem kleinen Puls. Ey, übel.